In Frankreich läuft die erste Runde der Regionalwahlen, die letzte landesweite Abstimmung vor der Präsidentschaftswahl im kommenden Jahr. Amtsinhaber Emmanuel Macron will wohl erneut antreten, obwohl er dies noch nicht offiziell erklärt hat. Anders Marine Le Pen, Chefin des Rassemblement National. Sie hat ihre Kandidatur bereits offiziell angekündigt und hofft, die Regionalwahl als Sprungbrett nutzen zu können. Ihre Partei führt in den Umfragen in 6 von 13 Regionen. Es wäre das erste Mal, dass die Rechtsextremen eine Region gewinnen. Weil es um unterschiedliche politische Kompetenzen und Bereiche geht, ist die Abstimmung aber nicht unbedingt richtungsweisend für die Präsidentschaftswahl. Zudem zeichnet sich ein Rekordtief bei der Wahlbeteiligung ab. Bis zum Mittag gaben nur 12% der Wahlberechtigten ihre Stimme ab. In Marseille konnten viele Wahllokale erst verspätet öffnen, da WahlhelferInnen nicht aufgetaucht waren. Dort, wo keine der KandidatInnen die absolute Mehrheit erreicht, wird am kommenden Sonntag noch einmal gewählt. Abgestimmt wird über die Zusammensetzung der Räte in den Regionen und Departements.